Hallo, Gerald. Wie kommst du denn hierher? Das sage ich nicht. Ich laufe mit euch herum. Ich will, dass du wegrennst, wenn etwas passiert. Berenga, der mysteriöse Hexer und Ausgestoßene. Endlich habe ich ihn gefunden. Was wollt ihr, Hexer? Ich suche euch schon eine ganze Weile, Berenga. Ich habe ein paar Fragen. Wollt ihr sagen, ihr sucht nicht nach dieser legendären Rüstung? Nun, dann werdet ihr einen Moment warten müssen, denn gleich werden eine Erscheinung und mehrere Bruxer hier sein. Werdet ihr mit ihnen fertig? Traut ihr mir das nicht zu? Okay, spielt ruhig den harten Kerl. Wie der alte Haudegen Wesemir zu sagen pflegte, kämpft und lasst euch überraschen. Ich höre sie kommen. Macht euch bereit. Ich bin seit meiner Kindheit bereit. Dafür haben diese Bastarde in Kaer Morhen gesorgt. War das nötig? Guter Stil, aber nicht perfekt. Bei einer halben Drehung sind eure Lenden ungeschützt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich zeige es euch, wenn wir hier raus sind. Ich will nicht über Schwertkampf reden. Was wisst ihr über die Salamandra? Er kommt gleich zur Sache. Wisst ihr, warum ich lache, Geralt? Nein. Ich lache über euch. Ihr seid ein typischer Hexer. Schnell, tödlich und so sehr von euch überzeugt. Unerschütterlich davon überzeugt, was recht ist. Denkt ihr, ihr seid besser als ich?
Keine Ahnung. Aber ich will nicht mit euch kämpfen. So ist es richtig. Der Kodex verbietet es. Passt auf, da kommen sie wieder. Das war zu einfach. Berengar, ich habe nicht vor, mich von ein paar Bruxae töten zu lassen, wenn es das ist, worauf ihr spekuliert. Reden wir. Wer sagt, dass ich mit euch reden will? Wollt ihr mich zwingen? Das hatte ich nicht vor. Ich dachte mir... Da wir beide Hexer sind, würden wir eine Einigung erzielen können? Für mich seid ihr nicht besser als dieser Schurke von Professor. Ihr seid nur noch Scheinheiliger. Also habt ihr doch mit den Salamandra zusammengearbeitet. Das habe ich nie gesagt. Verdammt. Es sieht aus, als seien wir hier fertig. Können wir uns unterhalten? Von mir aus, aber nicht hier. Gehen wir raus. Setzen wir uns an mein Feuer. Endlich. Thank you.
Ja? Alvin, du solltest aufhören, Töte den Elf zu spielen. Ich mag dieses Spiel wirklich und ich gewinne immer. Naja, fast immer. Alvin. Gut, ich höre auf damit. Ja? Wie bist du nach Trübwasser gekommen? Ich habe zusammen mit Triss die alte Rede gelernt. Ein schrecklicher Sturm zog auf. Dann hat Triss mir gesagt, ich soll mich unter dem Bett verstecken. Nur weiter. Dann waren stapfende Schritte auf der Treppe. Und dann wurde Triss wütend auf die Männer. Wütender als damals, als ich ihr Kleid mit Zauberfarbe angemalt habe, die man nur im Dunkeln sehen kann. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe Schreie gehört. Leute sind die Treppe runtergefallen. Es roch nach verbranntem Fleisch. Dann kamen noch mehr Männer an Seilen durch die Fenster. Die haben Triss geschlagen, glaube ich. Und ein Mann mit Brille hat sie gefragt, wo ich bin. Sie sagte, sie hätte mich zu einem Freund in Kovir teleportiert, wo die Luft rein ist und man viel machen kann. Was ist dann passiert? Der mit der Brille sagte, er würde mit dir spielen. Und Triss hat gesagt, ihr würdet ihn finden und töten. Dann hat sie ihm zwischen die Beine getreten. Er fing an zu weinen. Und die anderen haben sich nicht in ihre Nähe getraut, weil sie gezaubert hat. Ja, Triss kann gut auf sich aufpassen. Mach dir um sie keine Sorgen. Dann hat jemand befohlen, das Zimmer zu durchsuchen. Und sie haben mich gefunden. Ich bin weggelaufen und sie sind mir nach. Ich war echt schnell, aber dann bin ich gestolpert und sie haben mich erwischt. Die haben mir einen Sack übergestülpt und mich irgendwo hingebracht. Ich hatte da mehr Angst als im Umland. Da habe ich die Augen zugemacht und mir vorgestellt, ich wäre weit weg von diesen Leuten. An einem schönen Ort, wo die Sonne scheint. Und dann hat Alina mich gefunden. Ich lüge nicht. Ich glaube dir. Ich gehe da nicht mehr hin. Die tun mir weh. Triss sollte hierher kommen. Schon gut. Mal sehen. Ich bin auch bestimmt artig. Ich verspreche es. Sei brav. Wir sehen uns später. Also, was gibt es so Dringendes? Ich fange am besten am Anfang an. In welcher Verbindung steht ihr zu den Salamandra? Was zur Hölle? Die Geschichte ist schnell erzählt. Sie haben mich vor einiger Zeit gefunden und der Professor hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Ihr wisst schon, sowas wie, hilf uns oder du frisst deine eigenen Eier. Ich habe getan, was ich tun musste. Es ist witzig. Sie erinnern mich an Hexer. Ich hatte nie eine Wahl. Weder bei denen, noch bei euch. Erst machten mich die Hexer zu Mutanten, dann machte mich der Professor zum Verbrecher. Ein doppelt Ausgestoßener. Ich bin bei der ersten Gelegenheit geflohen. Sie haben nichts von mir erfahren. Ich habe niemanden verkauft. Und dann kam ich hierher. Ich habe das Gefühl, dass ihr mir nicht alles sagt. Wie scharfsinnig. Da ist noch eine Sache. Die Salamandra wollen Alvin. Ich weiß nicht warum, aber er ist wichtig für sie. Sie haben mich hierher geschickt, um ihn zu suchen, aber ich habe nichts dergleichen vor. Ich will nur ein paar Ohrens verdienen, dann verschwinde ich für immer. Mehr wisst ihr also nicht über den Angriff auf Kaer Morhen und die gestohlenen Hexerformeln? Nicht das Geringste. Dann habe ich nur einen Rat für euch. Haltet euch von Alvin fern. Ja? Es heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den Vodjanoi lösen. Was? Haben sie euch geschickt, um einen Vertrag aufzulösen? Soll mir recht sein. Nehmt ihn. Was für einen Vertrag? Den Vertrag zwischen den Menschen und den Vodjanoi, Frieden zu stiften. Beide Seiten kamen zu mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Und die Aufgabe passt perfekt zu eurer heiligen Legende. Höre ich da etwa Neid? Macht euch nicht so wichtig. Ich verachte Menschen wie euch zutiefst. Schweift nicht ab. Mein Rat? Löscht eine der zwei Seiten aus, dann ergibt sich der Rest. Ihr habt eine Rüstung erwähnt. Kennt ihr die Legende nicht?
Ich dachte, jeder Hexer hätte davon gehört. Erzählt mir davon. Wie Legenden nun mal so sind, berichtet die Legende von einem großen Krieger. Sie ist noch langweiliger als Rittersporns Ballade über euch, auch wenn das kaum möglich scheint. Unser Held trug zwar eine Rüstung, wendete aber die Kampftechniken eines Hexers an. War er ein Hexer? Wer weiß. Das klingt interessant. Man nannte ihn Rabe. Er hatte Beziehungen zu Erfindern unter den Gnomen, die über ein überlegenes technisches Wissen verfügten. In ihren geheimen Werkstätten unter dem Carbonberg schufen sie eine ebenso feste wie leichte Rüstung. Perfekt für einen Hexer. Eine legendäre Rüstung. Vielleicht sollte ich mich mal als Schatzjäger versuchen. Viel Glück. Vermutlich wurde Rabe in ihr begraben. Schon seit langem durchsuche ich Friedhöfe, um sie zu finden. Kennt ihr jemanden, der mir mehr über diese Rüstung erzählen kann? Der hiesige Schmied ist auch ein Erfinder. Und er kennt die Legende. Ihr könnt es aber auch bei dem Elfenhandwerker versuchen. Das werde ich tun. Ja? Wisst ihr, wo ich den freundlichen Priester der Vodjanoi finden kann? Beim Altar der Herren des Sees am Ufer. Manchmal jagen ihn die Anhänger Dagons fort. Da müsst ihr auf ihn warten, falls das nicht unter eurer Würde ist. Verstehe. Ja? Ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ja. Eure Lenden sind ungeschützt, wenn ihr eine halbe Drehung macht. Jeder Anfänger würde das bemerken. Ich weiß sogar warum. Würde es euch was ausmachen, es mir zu erzählen? Um eine halbe Drehung korrekt ausführen zu können, müssen beide Beine gesund sein. Eines eurer Beine wurde einmal zerquetscht. Möglich. So ist das eben. Lebe durch das Schwert, stirb durch das Schwert. Lebt wohl.
Ich habe geträumt, ich wäre ein Hexer. Ich kämpfte gegen dieses Ungeheuer und hatte gar keine Angst. Nur Narren haben keine Angst. Die Dörfler sagen, dass Birenga Angst davor hat, einen Riesenfisch zu töten. Ihr nicht. Ich will ein Hexer werden. Glaubst du, das macht Spaß? Na klar, aber einer wie ihr, nicht wie Birenga. Hexer sind unheimlich tapfer, sie werden nie krank. Wir werden nie krank, aber das hat seinen Preis. Und dann sind da die Schmerzen. Würde es dir gefallen, wenn du schlimme Schmerzen hättest? Nein. Kann ich kein Hexer werden, ohne dass es weh tut? Nein. Dann bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich weiß etwas, das ihr nicht wisst. Zum Beispiel? Der komische Fischmann ist wieder da. Diese bösen Fischleute haben vom Altar der Herrin gegessen. Ekelhaft! Der Wodjanoi-Priester ist zurückgekehrt. Ich muss mit ihm reden. Zol, Ulbaltanol, Graulol. Und ich bin Geralt. Ich freue mich, euch zu treffen. Dulbol, Tol, Grol. Ich spreche eure Sprache nicht. Aiolaol, ich euer Sprach gut sprechen. Offensichtlich. Reden wir. Ihr kniet vor Herrin, wir reden. Ihr nicht kniet, ihr müsst Dragonlaulbaldhol sein. Wir nicht reden. Also muss ich der Herrin des Sees die Ehre erweisen. Genau. Na gut. Golbol, Talhol! Ich habe Berengas Auftrag übernommen. Erzählt mir von diesem Konflikt. Wir unter Wasser leben, tief im Wasser. Wir lieben Herrin, aber nicht alle lieben. Viele Dagon lieben. Herrin verlassen, sie Menschen töten. Hoffe, euer Schwert weglebt, Dagon. Ich Lohn geben. Verstehe. Groß dumm Preis Kuh im Dorf. Dagon kommt für sie. Ihr Dagon wegleben, wir geben groß Lohn. Etwas Schwert, etwas wundervoll. Ich soll die Kuh als Köder für Dagon stehlen? Ihr groß dumm Preis Kuh auf Altar wegleben. Dagon kommen aus Tiefe. Ich soll sie auf dem Altar opfern. Ihr lieber Menschenopfer? Uralaulol. Na gut, ich locke die Kuh zum Altar und töte Dagon. Reden, Golbol, Talhol! Ist alles in Ordnung? Meine Traurigkeit groß, kein Frieden in mein Haus. Es tut mir leid, das zu hören. Reden, Golbol, Talhol! Was heißt Hexer in eurer Sprache? Witschmololbol. Witschmolol? Witschmololbol. Bol sein müssen. Ohne Bol heißt Idiot. Also gut. Ich bin Witschmololbol. Ja, so ihr seid. Ich habe feindselige Wodjanoi am Ufer gesehen. Sie seien böse, Dagon Laulbaltol. Wollen Altar von Herren wegleben. Ich fliehen gemusste, jetzt sie fliehen in Wasser. Ich wieder hüten Altar.
Lebt wohl.